Medien, Themen auszutauschen. Das Programm wurde von die drei Associated Artists bei Aktion Tanz dieses Jahr kuratiert. Ich durfte mitkuratieren, da ich bin eine davon. Es gibt auch Lucia Matschka und Nomadic Academy, die als Kollektiv dabei sind. Und wir haben alle unsere Recherche von das Jahr hier in das Wochenende einfließen lassen, um Workshops, Diskussionen, Care-Tours, digitales Programm zu gestalten. Dieses Zusammenspiel, ja? Und genau das ist, was cool ist. Jeder hat die Energie gespürt, die kommt, die geht. Von den Leuten sind rumgelaufen, hat die Leute angeschaut. Wenn irgendjemand das vorhin mal behauptet, Crom ist doch das Aggressive, schickt ihn zu mir. Wir haben sehr viel in Duos gearbeitet, wir haben auch große Gruppen gebildet und haben da einfach mit Energien gearbeitet, wie man Energien voneinander, zueinander widerspiegeln kann, so bis die Energie im Raum wirklich anfängt, sie automatisch zu steigen. Und ganz am Ende endete das in einer großen Session, wo jeder oder jede eine Runde oder mehrere Runden getanzt hat und wir uns gegenseitig angefeuert haben. Und das war wirklich der höchste Pegel der Energie und alle gehen mit einem Lächeln raus. Darin kann man dieses riesige Themenfeld von Diskriminierung, Empowerment und verschiedenste Tanzkulturen auf jeden Fall nicht abdecken, das können wir schon mal sagen. Wir können auch sagen, es wird mehr Fragen wahrscheinlich geben als Antworten. Wir haben uns in unserer Vorbereitung dafür entschieden, uns auf zwei Tanzformate zu reduzieren. Nämlich einmal auf das Format von Tanzklassen, also in Tanzschulen, wie Tanz unterrichtet wird, und auf das Format von Freestyle-Sessions. What really is self-care? What I believe is that self-care is about really understanding your own body, your own nervous system, and what makes you become regulated or dysregulated when you're doing the very important work that you're doing in communities as an artist. The Walking Project is in Corona entstanden und von dieser Notwendigkeit, einander nicht zu berühren, habe ich ein Interesse gefunden, weiter zu forschen mit dieser unsichtbaren Verbindung zwischen Menschen, die auch inspiriert ist von diesem Netzwerk von Pilzen, die zwischen Bäumen sind. Also wir nehmen dieses Bild von Natur und übersetzen das in Bewegungen und Aufgaben. Training for everybody. This one was on the practicing the body as part of a wider ecosystem. Nachdem ihr jetzt schon so connected seid, könnt ihr auch jetzt gucken, vielleicht könnt ihr ein bisschen Sachen initiieren, vielleicht könnt ihr ein paar schnellere Bewegungen machen. Bleiben. Wir haben quasi versucht, so einen Körper zu bilden mit allen Körpern. Und das ist sehr schön. Zu tanzen mit Menschen, die in Äthiopien sind, die blind sind, die irgendwie auf Gehstöcken sind, hier zu crumpen und mit anderen irgendwie so connected zu sein, die so eine Power haben.
Unser Wunsch und Ziel des Anfangs dieses Projektes war, unser eigener Blase von einem Verein dann aufzumachen und andere Ansichten zu haben. Und das ist teilweise sehr gut gelungen, aber wir sehen, dass es muss richtig viel mehr Arbeit gemacht werden und die Arbeit wird nie aufhören.